Lehrte in Niedersachsen. Seit mehr als 170 Jahren Kreuzungspunkt von 5 Bahnstrecken. Helmut Ehlen stellt die Weichen im Museumsstellwerk LPF, Lehrte Personenbahnhof, Fahrdienstleiter. Er hat hier von 1960 bis 66 als Fahrdienstleiter gearbeitet und kennt alle Hebel und Schalter. Allerdings wird der Zugverkehr vor den Fenstern nicht mehr von hier gesteuert. Die Ausstattung des Stellwerks besteht nun einmal aus der Hebelbank und aus den Blockwerken. Mit der Hebelbank werden die Weichen für die Fahrstraßen eingestellt und mit den Blockwerken erhält der Fahrdienstleiter hier Zustimmungen von den abhängigen Stellwerken. Er erteilt Befehle an diese Stellwerke und verriegelt die Fahrstraßen und stellt das Ausfahrsignal auf Fahrt. Der Fahrdienstleiter hatte hier als Hilfsmittel eine sogenannte Schautafel, wo der ganze Bahnhofsbereich abgebildet ist mit seinen Gleisanlagen, mit den Stellwerken und den Bahnsteigen. Für die Fahrten, die eingestellt werden sollten, bekam der Fahrdienstleiter von dem Zugmelder die Mitteilung, dass ein Zug von einem Nachbarbahnhof unterwegs ist. Das heißt, der Fahrdienstleiter muss jetzt die Fahrstraße einstellen. Er muss erstmal die Befehle erteilen an die Stellwerke, die beteiligt sind. Das Stellwerk LOB, Lehrte Ost Berlin, Lehrte Ost Magdeburg. Und hier ist das Stellwerk LPM, Lehrte Personenbahnhof Mitte. Und wir befinden uns hier auf dem Stellwerk LPF. Hinzu kommen noch 2 Bahnübergänge, die an den Zugfahrten beteiligt waren. Wie funktioniert jetzt eine Zugfahrt? Also, ich habe die Mitteilung bekommen, dass ein Zug aus Richtung Berlin abgemeldet ist, nach hier. Jetzt muss das Einfahrsignal Y auf Fahrt gestellt werden. Dazu bekommt dieser Wärter, der dieses Signal auf Fahrt stellt, den Befehl, über das Blockwerk das Signal auf Fahrt zu stellen. Und ich gehe jetzt an das Blockwerk und erteile den Befehl. Ich habe jetzt den Befehl erteilt, das Signal Y auf Fahrt zu stellen. Der Wärter hat das schon getan. Das Einfahrsignal ist auf Fahrt. Und der Zug kann bis an das Signal R heranrücken. Jetzt bekommt das Stellwerk LOM den Befehl, das Signal R nach Gleis 58 auf Fahrt zu stellen. Das erfolgt hier. Das Signal ist auf Fahrt. Jetzt kann der Zug bis an das Signal M 58 fahren. Dazu bekommt das Stellwerk LPM den Befehl, das Signal M58 nach Gleis 12 auf Fahrt zu stellen. Dazu bekommt das Stellwerk LPM den Befehl, das Signal auf Fahrt zu stellen und der Zug kann jetzt bis an den Bahnsteig kommen. Und von hier werden wir jetzt tätig. Der Fahrdienstleiter bestellt bei den Weichenstellern die Fahrstraße von Gleis 12 nach Hannover Hauptbahnhof einzustellen. Das ist die Fahrt hier durch den gesamten Weichenbereich. Dazu muss ich sagen, wir haben die Fahrstraße schon eingestellt. Jetzt prüfe ich über den Fahrstraßenhebel, ob die Weichen richtig gestellt sind. Wir haben 2 Fahrstraßenhebel für diese Fahrstraße. Sobald eine Weiche jetzt nicht richtig gestellt wäre oder vergessen wäre, hätte ich die Hebel nicht in Endstellung bringen können. Weichen und Formsignale im Bahnhof wurden über Stahlseile gestellt. Damit diese immer straff gespannt waren, standen im unteren Raum des Stellwerks Seilspanner direkt unter der Hebelbank. Von hier gingen die Seile dann zu den Weichen und Signalen.
So war es jedenfalls bis 1986, als das Stellwerk LPF außer Betrieb genommen wurde. Danach regelte ein Drucktastenstellwerk den Verkehr. Das mechanische Zeitalter ist im Museumsstellwerk aber noch sehr lebendig. Weiter gilt es, diese Hebel müssen ja gesichert werden. Das heißt, ich habe eine Fahrstraßenfestlegung und der Hebel ist jetzt verschlossen. Kann nicht mehr bewegt werden. Den zweiten Hebel kann ich erst festlegen, wenn dieser Schrankenwärter, weil der Zug ja über seinen Überweg fährt, mir die Zustimmung gibt, dass er die Schranke geschlossen hat. Ich beauftrage den Wärter, die Schranke zu schließen. Und der Wärter gibt mir jetzt die Taste frei. Und jetzt ist der Hebel auch fest. Der Zug wird jetzt durch den Zugmelder abgemeldet. Bei der Zugmeldung war es so, dass die Schrankenwärter, die sich auf dem Abschnitt befinden, mit der Zugmeldung verständigt wurden. Die mussten sich also alle persönlich melden. Und der Zugmelder bestätigt mir als Fahrdienstleiter, dass der Zug abgemeldet ist. Und jetzt kann das Ausfahrsignal auf Fahrt gestellt werden. Natürlich ein bisschen weiter weg. Jetzt ist das Ausfahrsignal auf Fahrt gestellt und der Zug kann ausfahren. Dieser Güterzug nutzt genau den Fahrweg, den Helmut Ehlen eben mechanisch eingerichtet hat. In der Realität passiert das natürlich längst elektronisch. Ich muss jetzt das Signal auf Halt stellen, weil der Zug ja raus ist. Und da hier bei uns die Strecke beginnt nach Hannover, haben wir einen Streckenblock. Den muss ich jetzt vorblocken. Das heißt, mit diesem Vorblock verschließe ich alle Signale, die Richtung Hannover Hauptbahnhof führen. Die sind jetzt nicht stellbar. Ja? Bis der Zug bei der nächsten Blockstelle vorübergefahren ist, dann gibt mir der Blockwärter den Block wieder frei. Und das heißt, der nächste Zug kann nachfolgen. Das war jetzt eine Zugfahrt. In der Zwischenzeit mussten die Wärter die erhaltenen Befehle zurückgeben. So, die nächsten Züge können jetzt nachrücken, sodass es dann weitergeht. Das war jetzt eine Zugfahrt. Oft gab es aber mehrere Zugfahrten im Bahnhof Lehrte gleichzeitig. Auf dem Stellwerk arbeiteten in einer Schicht 5 Eisenbahner, der Fahrdienstleiter, ein Zugmelder, 2 Weichensteller und ein Betriebsmelder. Im Museumsstellwerk Lehrte wird an deren verantwortungsvolle Arbeit erinnert.